Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill. Wir haben die Aufgabe bekommen, lauf zu dem Lighthouse, nicht nach South Park, so wie ihr es gerade so schön immer kommentiert. Hey, das ist der South Park. Ja, ich bin an Cartman und so vorbeigelaufen. Nein, ich soll jetzt zum Lighthouse laufen und ja, dann wollen wir uns nochmal einen Weg dahin suchen, oder? Ja, heute ist der Tag der Tage. Ich werde heute das Spiel durchspielen, habe ich beschlossen. Ich hoffe, ich halte es durch. Oh, denn hier sind schon wieder irgendwo irgendwelche Viecher, die... Ja, lauf doch gegen die Wand und bleib dann einfach stehen. Okay, wir müssen uns hier einen wunderschönen Weg suchen. Moment, ich gucke einfach auf Karte. Weiß ich auch... Ja, da muss ich offensichtlicherweise runter, damit ich mich von hinten anspringen lassen kann. Oh mein Gott, die können es nicht nur von vorne. Nein, die können mich auch von hinten anspringen. Ja, sehr perverse Viecher. Das ist so ganz bescheiden hier, weil ich laufe hier echt auf dünnen Stegen rum. Und als ob das nicht schon schwierig genug wäre mit der Steuerung. Nein. Geht's da lang? Geht's da lang? Ach, lauf doch da rein, Harry. Hier scheine ich mich doch etwas zu verfranzen gerade. Gucken wir uns kurz nochmal auf den Garten. So, raus. Ja, hier muss ich hoch. Hier muss ich hoch. Harry! Och, verdammte Axt nochmal, du dummes Stück Scheiße. Echt mal. So langsam kotzt mich der Typ an. Auch wenn ich ihn steuere, dann kotze ich mich selber an. Mag ja sein, aber trotz alledem, so blöd kann doch kein Mensch sein, dass es so dumm läuft. Oh, ich halte hier das Gamepad nach links gedrückt und der läuft nach rechts. Nein, er ist nicht nach rechts gelaufen, aber trotz alledem, er wollte einfach nicht so laufen, wie ich es gerne hätte. Und irgendwas folgt mir schon wieder. Ich hör's doch, ich hör's doch. Leuchtturm, Leuchtturm, Leuchtturm. Ja, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Oh, blöder Drecksköter, der hinter mir her war. Yay, Speicherpunkt. Speicherpunkt nehme ich jetzt immer mit. Denn, wie gesagt, ich weiß, es geht Richtung Ende. Moment, wie lange haben wir jetzt schon gespielt? 3 Stunden, 11 Minuten. Das ist nicht allzu viel, oder? So, wie geht's uns? Natürlich beschissen, war ja klar. Wie sollte es auch anders sein? Schließlich spiele ich. Dann muss es uns beschissen gehen. Eine Treppe hochlaufen. Yep, können wir auch nicht, denn wir sind Harry. Oh mein Gott, das muss ja hier mal ein bisschen flüssiger aussehen mit dem Hochlaufen. Guckt euch das an. Der bewegt sich so arschlangsam nach links, obwohl ich hier mein Digital Pad nach links halte. Ja, Punkt, 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 Ausrufezeichen. Du sagst es. Ey, und wer steht da? Wait! Okay. Damn, I was too late. Yeah, you're too late. Keine Ahnung, ob du zu spät bist. Wir haben da unten einen kleinen Grafikbug. Kann ich hier irgendetwas machen? Außer die Aussicht genießen, die nicht vorhanden ist. Ja, so wie es scheint, kann ich hier nichts machen. Ja, toll. Coole Sache. Wir sind ja also nur hin, um die zu sehen. Ja, anscheinend kann ich hier nichts machen. Also ab wieder runter, oder? Oder soll ich das irgendwie verwischen oder so? Ach, genau. Nochmal hoch. Ich habe ja das Triforce. Vielleicht, wenn ich das einsetze, bewirkt das etwas. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Triforce, wo bist du? Kann ich nicht einsetzen. Plastikflasche kann ich auch nicht einsetzen. Quittung brauche ich mir nicht angucken. Sehe ich auch so. Sonst irgendetwas? Nö. Okay, dann... Kann ich hier wohl doch nichts weitermachen. Ich laufe jetzt nochmal hier zur Vorsicht einmal komplett drumherum. Mit dem netten Grafikbug. Und drücke die fleißig die X-Taste. Aber passieren tut nix. Ein Satz mit X. Das war wohl Harry nix. Ja. Ups. So. Irgendwie mal ein bisschen bequemer hingesetzt. Guck mal, Leute. Würdet ihr so eine Treppe runterrennen? Das ist auch kein Wunder, dass du irgendwann davor läufst. Wenn ich so eine Treppe runterrennen würde, die Leute würden mich für Sugar halten. Total bescheuert. Die würden sagen, bist du doof? Okay, jetzt waren wir beim Lighthouse. Wo soll ich jetzt hin?
Weil hier kann ich ja offensichtlicherweise nichts weiter machen. Was kommt jetzt? Ja, genau, wunderbar, ja natürlich, feiner Hund, hast du toll gemacht. Braver Hund. Was ist jetzt? Hä? Wie bin ich denn jetzt hier wieder rein? Sybil hasn't come back. Ach ja, okay, ist zurückgelaufen. Guck mal, liegt ein Schlauch. That creep's sure to show up at the amusement park pretty soon. Was für eine Bestie. Let me be on time. Mach, dass ich rechtzeitig dort ankomme. Ja, natürlich. Wie geil war das denn jetzt, bitteschön? Mach mal, dass ich rechtzeitig ankomme, sonst gibt's Ärger. Pff. Was für eine geile Aussage. So ist der Vergnügungspark. Da muss ich... Okay, dann laufen wir mal zum Vergnügungspark. Und warum? Weil der so vergnüglich ist und wir dort so viel Spaß haben werden. Höchstwahrscheinlich nicht. Ja? Ach, die Übergänge sind gerade ein bisschen länger. Och ja. Ich höre euch schon, ich höre euch schon. Ihr braucht mich gar nicht anfallen. Ja, feines Hundchen. Laufe ich in die richtige Richtung? Sag mir einfach, dass ich in die richtige Richtung laufe. Wunderbar. Flap flap. Geh weg. Hab keinen Bock auf dich. Lass mich alle in Ruhe. Lass mich einfach auf den Vergnügungspark. Dann fahren wir ein bisschen Karussell und so. Und der läuft wie ein Bescheuerter nach links und rechts. Ich halte wirklich nur nach vorne gedrückt und der läuft nach links und rechts und links und rechts. Links und rechts und links und rechts und links und rechts und links und rechts. Wie ein Bekloppter. Der kann nicht gerade laufen. Gerade laufen ist für den Fremdwort. Hat er nie gelernt in der Schule. Ja, so wie es aussieht, darf ich hier mit den Hunden ein bisschen spielen. Geh weg! Ach, da ist eine Leiter, da ist eine Leiter, da ist eine Leiter, Harry, da ist eine Leiter! Ist Sybil vielleicht von hier aus zum Vergnügungspark gegangen? Ich hoffe es! Wow! Wow, da hat jetzt der Sound ein bisschen gebuggt, das tut mir leid. Wie gesagt, es emuliert, deswegen... Cutscene! Cutscene sind toll. Oh, da wurde Sybil geschubst. Und wir haben es gesehen. Während wir in den Kanal runtergingen, haben wir es gesehen. Wie auch immer. Keine Ahnung, aber wir haben es gesehen. Ich habe keine Landkarte, ich nehme noch die Landkarte, die da hängt. Dies ist eine Landkarte... Warum immer wieder Kanalisation? Warum? Ich hasse die gottverdammte Kanalisation. Wo bin ich? Ja, natürlich. Ich dachte, ich darf von links nach rechts laufen. Ja. Ja, falls ihr euch jetzt gewundert habt, was das denn gerade war, das war ich, der geatmet hat. Hey, du da hinten. Na komm, von welcher Seite willst du mir anspringen? Ja, natürlich. Ja, natürlich! Wir dürfen hier rechts rein. Rechts fängt Marsch. Gerade? Hey, was sind das hier für komische Statuen? Rechts fängt Marsch. Gerade? Wahrscheinlich darf ich sowieso gleich wieder zurücklaufen. Oh, ihr seid auch wieder da. Hey, euch habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Ja, damals in der Schule. Lang, lang ist her. Was auch immer jetzt diese actionreiche Musik hier soll. Nein! Nein, 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 nein. Das ist jetzt nicht wahr. Oh, gut, die Viecher sind doch ein bisschen langsamer. Nein, nein. Okay, wo zum Teufel soll... Okay. Lass mich raten, jetzt stehen die Viecher direkt vor mir. Nee, nicht ganz. Okay, gut. Glück gehabt. Ah, na, so hier rechts rein. Oh, die Mucke ist ihm gerade wieder genial. Genial. Weiter geradeaus, weiter geradeaus, weiter geradeaus, weiter geradeaus, weiter geradeaus, weiter geradeaus. Ah, da vorne hast du kaputt gemacht. Super schön. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Ach, ist mir egal. Lauf weiter. Was seid ihr denn für Viecher? Ach so. Och, ich dachte jetzt schon, was sind denn das für Viecher, bitteschön?
mein Gott. Gut, Leute. Ach, nicht Pausetaste. Ich habe keine Landkarte. Ja, dann guck mal bitte in deinem Inventar. Denn im Vergnügungspark geht es weiter. Aber erst in der nächsten Folge. Ich bin Hello 1986. Und es gab mal wieder eine Folge, wo ich mich erschrocken habe. Bis dann.